So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück mit meiner Skin Wind Challenge. Ganz kurz nochmal erklärt, falls einer komplett neu ist. Ich versuche mit jedem Skin aus meinem Spind halt einen Sieg zu holen. Wie viele Kills das Ganze sind, ist halt immer verschieden, logischerweise. Es wird mal eine hohe Killrunde sein, es wird auch mal eine niedrige sein. Also da bitte ein bisschen Nachsicht haben. Und für alle die meinen, ja, aber das ist doch voll lachhaft, was du da machst. Ich bin nicht der beste Spieler, deshalb für mich ist jeder epische Sieg doch irgendwo ein bisschen was Besonderes. Ich mache keine 10 Siege am Tag. Und hier war schon mal der erste, den musste ich erstmal direkt pickaxen. Aber das ist einfach nur, damit ich für mich selber irgendwo noch ein bisschen Herausforderung habe, weil die Aufgaben mache ich ja immer direkt für euch. Und aus dem Grund mache ich das Ganze. Wenn ihr das Ganze supportet, natürlich gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns auch schon direkt den zweiten Kill an. Ihr seht schon, meine Baumoves sind natürlich nicht die besten. Ach, hier weiß ich noch, hier habe ich nämlich einfach nur weggesprayt. Warte. Zack. Bing, 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 bing. Und ja, ich spiele immer noch auf dem PC. Nein, nicht auf der Switch. So, dann gehen wir direkt mal zu Kill 3. Wenn ich mir selber so zugucke, warum spiele ich nicht immer so? So, hier, wie viele Kills habe ich denn da gemacht? 3 Stück? Lol. Da war ich, wie gesagt, hier weiß ich gerade selber nicht mehr, was ich da gemacht habe. Weil die Aufnahme ist ein bisschen älter. Ja, Aim ist da. So viel zum Thema. Aber ein 33er Hit war dabei. Da wurde mir der Kill geklaut. So, jetzt müsste ich eigentlich den hier kriegen. Oder wurde der Kill mir doch nicht geklaut? Ne, wurde nicht. Ach, man sollte doch die Anzeige richtig laufen lassen. So muss das Ganze sein. Zack, doch alle 3 geholt. Zack. Bam, der nächste. Warte mal, gehen wir mal gerade nochmal in den Anfang davon. Damit ihr auch seht, den hatte ich geholt. Das Problem ist hier, die Anzeige, die spinnt halt immer ein bisschen in der Aufnahme. Zack, da war der nächste. So, jetzt holen wir den hier unten nochmal weg. Der ging mir ein bisschen auf den Keks. Der war nämlich die ganze Zeit so ein bisschen am Pushen. Und ja, ich weiß auch, da sind einige Bots dabei. Ist mir bewusst. Dann gehen wir noch zu dem Kill. Was war hier los? Ah, warte, gehen wir ein bisschen weiter zurück. Ach, der war ganz oben am Rumturnen. Achtung. Nee, doch nicht. Ah, da war er. Aus dem Nichts war der Skin auf einmal da. Zack. Das war dann Kill Nummer 7. So, hier kommen wir jetzt zu den letzten 3 Kills. Ach, da habe ich ein bisschen gechillt da oben, ne? Falls ihr dabei seid bei den Kills, es tut mir leid. Auch ich darf mal ab und zu einen Kill machen. Zack. Das war Kill Nummer 8. So, wie war das nochmal? Also sehen wir schon, das war definitiv kein Bot, weil ein Bot wehrt sich nicht so. Und wann stirbt er? Da habe ich mich fast selber in die Luft gejagt. Man kennt ihn. Der Pro-Player. Ach, da wollte er pushen. Das war nix. So, jetzt kommt schon der letzte Kill, aber noch Leben. Ne, das sieht schon. Also, ach, die, sag schon, die Zonenanzeige. Wo ist er denn? Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich den Sieg geholt habe. Ach, da unten. Bing! Epischer Sieg. Epischer Sieg mit 10 Kills. Und ja, ich freue mich. Auch wenn ich nicht der Beste bin, aber ich freue mich trotzdem. Weil ich hatte nämlich schon mal ein Video hochgeladen, wo ich die 12 Kills hatte. Das werde ich gleich auch nochmal mit in die Serie reinnehmen. Und da habe ich schon in den Kommentaren zu lesen bekommen, ja, wieso freust du dich wie ein Fortnite-Kiddy wegen 12 Kills? Ja, ich freue mich wegen 12 Kills. So, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video und haut rein.